Perfekt. Dann würde ich sagen, 7 Minuten, dann legen wir einfach los. Ich habe einige Slides vorbereitet. Wir gehen da über die Slides drüber. Ich klicke manchmal auch auf ein paar so Seiten durch. Und meine Kollegen werden einfach eingrätschen, wenn ihr was dazu zu sagen habt, wenn ihr was einfällt, einfach her mit dem Content und dazu teilen. Einfach. So, legen wir los. Ich glaube, den Screen sollten alle sehen. Ich hab das eingeteilt in, oder wir haben das eingeteilt in 5 Blöcke. Zuerst schauen wir uns einmal die Ressourcen, die SAP eigentlich anbietet, die wahrscheinlich eh die meisten kennen, aber trotzdem wollen wir nochmal reinschauen, uns da ein paar Sachen anschauen. Dann schauen wir uns ein paar Community-Blogs an. Der dritte Punkt sind dann Community-Events. Es gibt nämlich eine Fülle von Events, auch mittlerweile online. Dann schauen wir uns die Streaming-Sachen an, die es derzeit gibt. Vielleicht hat der eine oder andere schon gehört vom DJ Adams oder vom Max etc. oder auch vom Thomas Jung. Und dann haben wir noch einen Punkt Sonstiges. Das heißt, hinten auch, wenn wir noch Zeit haben, gibt es dann noch ein paar Bücher oder irgend sowas. Aber das schauen wir mal, ob wir da hinkommen überhaupt. Ich habe in etwa, werden wir 45 bis 50, 60 Minuten brauchen, glauben wir. Das kann man nicht so genau sagen. Die Folien, die ihr jetzt habt, die werden wir dann natürlich an die Teilnehmer verschicken und schlussendlich möchte man natürlich auch dann das in einen Blog reinbringen auf der Developers.com. Den werden wir dann in Englisch schreiben und relativ knackig, dass wir einfach eine zentrale Seite haben, wo alles Wesentliche oder alles Wichtige drinnen ist. Der wird auch dann ein bisschen leben. Also der wird auch dann ergänzt. Und auch wenn ihr jetzt im Zuge dessen was vermisst, wo ihr sagt, da gibt es was super, da gibt es eine tolle Sache, irgendeine tolle Seite, die wir unbedingt reinnehmen müssen, einfach in den Chat reinschreiben, da tun wir wieder monitoren. Oder uns dann später per Mail oder so zum Mail, dass wir das einfach ergänzen entsprechend. So, also gehen wir mal zunächst zu den Ressourcen der SAP, die SAP anbietet. Ich glaube, jeder sollte es kennen, Developers.com. Eine umfangreiche Sammlung von Blogs, von Q&As, Fragen, Antworten. Man kriegt wirklich schnell auch Antworten, wenn man dort fragt. Und man kann vor allem einfach auch wirklich sehr viel lernen. Heute geht es ja ein bisschen um das Lernen. Man kann einfach Blogs lesen, da schildern Leute Probleme und wie sie es gelöst haben. Sehr, sehr aktuell zum Teil. Manchmal sind ein paar alte Sachen dabei, aber eigentlich sehr aktuell. Also meine Erfahrung ist auf jeden Fall, also eigentlich die ideale Seite, die jeder kennen sollte und auch vielleicht sogar regelmäßig einsteigen sollte, aus meiner Sicht. Da noch das Spezialfeature ist der mittlerweile auch sehr umfangreiche Tutorial Navigator. Das Genau. heißt, wo man wirklich von End-to-End durch die komplexe oder einfache bis komplexe Aufgaben geführt wird und dann mal wirklich hands-on machen kann. Mittlerweile hat die SAP auch mit dem Cloud-System auch die Möglichkeit, dass da jeder auch sich privat darauf zugreifen und austoben kann. Das ist, glaube ich, auch sehr interessant und spannend Also wirklich mittlerweile. nachgeschaut, gestern, es sind an die 1000 Tutorials derzeit drinnen. Also wenn man da, ich klicke jetzt einmal rein auf den Tutorial-Navigator, das ist absolut frei und geht auch wirklich zum Teil, man kann sich da filtern, ob es jetzt ein ABAP-Thema ist oder irgendein Cloud-Thema ist, man kann sich das schon filtern und einfach auch in kürzeren Intervallen, also gibt es einfach 20 Minuten, 25, 30 Minuten, also wenn man zwischendurch vielleicht Zeit hat oder Lust hat, mal was anderes zu probieren, ist das toll und man wird super durchgeführt. Meine Erfahrung ist, wirklich gut, vor allem wenn man sich neue Themen aneignen möchte. Es ist sehr stark natürlich in den ganz neuen Themen, in der Cloud, aber es gibt auch sehr viele ABAP-Themen, auch ABAP, hauptsächlich ABAP in der Cloud natürlich. Aber in der Cloud ist ein Trial-System oder kann sich, glaube ich, jeder Trial-System herrichten, um auch dort die neuen Sachen auszuprobieren. Also Genau. einfach mal reinschauen und filtern und tun. So, und auf die anderen Punkte, also ich habe da jetzt extra noch mit Links reingegeben, Developers.com sowieso, aber man kann auch direkt mit Blogs.com oder Answers.com direkt auf die jeweiligen Subbereiche reingehen. Es ist manchmal, man muss ein bisschen herumsuchen, also man muss rechts ein bisschen mit die Filter arbeiten, dass man dann die richtigen Sachen findet, die einen interessieren. Vielleicht eine Information noch, was auch wichtig ist, glaube ich, auf Developers.com kann man natürlich auch ähnlich wie auf Twitter den Leuten folgen. Es macht durchaus Sinn, dort, man kriegt ja dann eh mit, wer viele Blogs schreibt, interessante Blogs schreibt, denen auch zu folgen. Dann ist man auch up to date und kriegt es mit, wenn es neue Blogs oder neue Themen gibt. Dann vielleicht noch ein kleiner Hinweis, was für mich nochmal ganz, ganz gut war, ist, dass das ist jetzt auch ein Feature, das gibt es noch nicht so ewig, dass man für Themen auch eine E-Mail-Benachrichtigung aktivieren kann. Ja, ich kann auch sagen, immer wenn es einen Blog zu einem ABAP-Thema gibt oder zu einem Thema, das mich interessiert, bekomme ich eine E-Mail-Benachrichtigung. Das hilft mir nochmal, so die Themen, die ich spannend finde, immer zu verfolgen, was da passiert. Das stimmt. Das werden wir dann dazu schreiben, wie das geht, weil das kenne ich jetzt gerade gar nicht.
Ja, das ist relativ Danke. cool. So, nein, auch nicht mehr, aber das ist ein cooles Feature. Ja. So, gehen wir zum. Ja. Ich habe das ganze Thema Developer-Subcom, SCN ist ja auch beim Oliver Kohl, habe ich mit angesiedelt, oder? Wenn ich da recht bin, recht erinnere. Genau, dem Olli, den kann man auch mal bei Twitter folgen. Der Ja. erzählt auch immer, wenn es neue Features gibt. Der hat da nämlich auch erwähnt, dass E-Mail-Benachrichtigungen. Genau, der kommt dann eh auch später noch vor, glaube ich. So, dann haben wir eine zweite Seite, die, glaube ich, einfach erwähnen möchte, die vielleicht einige nicht kennen, ist einfach die, auch von der SAP, die SAP Community Programs. Also ist eine Übersichtsseite, wo auch die SAP ein bisschen vorstellt, ihre Programme, die sie hat, also mit den SAP Mentoren, SAP Champions. Man kann wirklich auf die, oder die Technologie Ambassadors und so weiter, man kann wirklich die Leute auch raussuchen, man findet dann dort auch ihre Adressen, kann denen folgen und quasi so ein Netzwerk aufbauen. Das ist dort. Und das Zweite, was glaube ich vielleicht nicht so viel wissen, die SAP macht natürlich auch immer wieder so Livestreams oder Podcasts und so weiter. Und da gibt es da einen schönen Punkt, der heißt Podcasts und Livestreams. Ich gehe jetzt mal kurz rein. Gehen wir mal da rein. Und da gibt es immer eine schöne Übersicht, was die SAP eigentlich da bietet. Also das sind die anderen Punkte gewesen. Jetzt gehen wir aber daher auf die Podcasts und Livestreams. Es gibt zum Beispiel den Community Report, kommt später noch was dazu, ist nämlich heute etwas Interessantes. Coffee Corner Radio kommt auch später dazu, ist auch was Interessantes. Aber zum Beispiel gibt es auch unten, wenn man weiter runterschaut, viele, viele Podcasts. Also Podcast ist wirklich eine tolle Sache. Es gibt eine Unzahl jetzt schon oder eine große Anzahl. Ich nutze es auch einfach in der U-Bahn, um zu hören oder im Fitnesscenter. Also ich lade mir das down auf Spotify, höre mir die Talks an. Die sind zum Teil sehr interessant, manchmal nicht so technisch natürlich, aber sind wahnsinnig hilfreich. Und auf eine möchte ich kurz speziell eingehen oder zeigen. Das ist der Education Newscast. Der ist auch hauptsächlich in Deutsch. Die anderen sind ein bisschen meist in Englisch. Der ist hauptsächlich in Deutsch und da geht es genau um das, auch Weiterbildung eigentlich. Und natürlich die letzten Podcasts sind ein bisschen auch gegangen um das Covid-Thema jetzt. Also einfach rein. Man kann auch, wenn man Spotify hat, einfach dann suchen nach Education Newscast. Die letzte Folge ist jetzt von, was haben wir da, vom 30.03., also relativ aktuell. Kann ich nur jedem empfehlen, die Podcast auch mal durchzuschauen. Ja, sonst Den weiß ich kann ich nicht. noch nicht. Es ist aber nur einer, es gibt ein paar natürlich, aber Ja, ja. der ist wirklich auch interessant. Vor allem, er ist auch wirklich in Deutsch und es gibt da relativ wenig deutsche Inhalte, muss ich ehrlich sagen, und das ist auch manchmal hilfreich, wenn man in der Muttersprache Wobei ich gerade in eigentlich. der Übersicht gesehen habe, dass der UI5-Podcast auch only German ist. Ein Ja. UI5-Newscast oder sowas, also auch. Also, ich kenne natürlich jetzt auch nicht alle diese Ja, Podcasts. ja. Ich pick mir die raus. Jeder muss sich das rauspicken, was für ihn interessant ist, was ihn natürlich was bringt. Aber das sind, ihr habt gesehen, es war eine Liste, eine große Liste von Podcasts. Reinschauen. Die Hauptseite habe ich euch da reingeschrieben und dann durchnavigieren oder auch eben vielleicht doch nochmal reingehen, wie man die Personen findet. Wir haben jetzt gerade über einen. Ups, dann nehmen wir doch Genau, den gehen wir auf Damir, die ja? Champions. Ja. Dann nehmen wir zum Beispiel den Damir. Ich kann suchen noch einen Champion oder noch einen Mentor. Ich kann den dann natürlich anklicken. Ich kann ihm jetzt folgen, wenn ich will. Ich kann jetzt sagen, okay, ich vernetze mich jetzt mit dem. Eine ideale Sache eigentlich, um hier wirklich ein bisschen ein Netzwerk aufzubauen und dann mitzukriegen, was die Leute eigentlich machen, was die Leute treiben. Und nochmal zu den Podcasts, von wegen, dass die nur auf wenige nur auf Deutsch sind. Auch das gehört halt zum Lernen, dass man sagt, okay, ich spreche nicht so gut Englisch, aber ich höre mir jetzt trotzdem mal einen an und guck mal, was ich da so mitbekomme. Weil genau dadurch lernt man eben. Ja, natürlich, natürlich. Ich habe auf den Slides jetzt immer links unten auch die Sprache mehr oder weniger hingegeben. Also wenn du das dann kriegst, dann ist auch immer die Sprache ersichtlich. Gehen wir zum nächsten Thema. Community Calls. Das ist quasi ein Teil von dessen. Die SAP macht Community Calls, regelmäßig Webinare. Es gibt über 150 aufgezeichnete Webinare zu verschiedensten Themen. Das sind technische Themen, sind aber auch vielleicht nicht so technische Themen. Ich habe mir zuletzt, glaube ich, im Dezember angehört zum Thema Fake News und wie man Fake News in der Klimawandel erkennt. Also auch solche Themen werden behandelt. Und ich habe jetzt eigentlich die nächsten hingeschrieben. Also es sind heute um 18 Uhr ist der nächste Community Call. In 2 Tagen ist einer. Gut. Movie Club Alien ist aber auch ganz interessant. Ich bin ein Alien-Fan, aber da wird über einen Alien-Film ein bisschen gesprochen, diskutiert. Am 7. gibt es wieder was. Also da gibt es laufend Webinare. Reinschauen und sich einfach anmelden und einfach die Chancen nutzen. Das ist alles for free. Also da tun sie Leute echt viel Zeit an, um Content aufzubereiten und quasi zu teilen. Ich habe ja gestern beispielsweise an dem UI5 Tooling Call mit dem Peter Müsig beigenommen und der war auch richtig gut, richtig interessant auch.
Nicht so als ABAP-Mensch, ne? Aber ja. Haben wir wieder was Neues gelernt. Ich glaube, man muss sich da wirklich ein bisschen die Zeit nehmen, auch einmal um das zu sichten, was da gibt. Es ist wirklich sehr, sehr viel. So, dann eine Sache, die auch aus meiner Sicht sehr wichtig ist. Ich bin sehr, ich schaue gerne Videos einfach, auch quasi businessmäßig. Es gibt von der SAP-TechEd mehr oder weniger die meisten, nein, meist, aber sehr, sehr viele Präsentationen aus den TechEds online. Und das seit dem Jahr 2015. Es sind, soweit ich es jetzt zähle, knapp 1000 Videos von der Keynote bis zum ABAP Roadmap, alles dabei. Und das Interessante ist aber der Techie, die Techie ist ja sehr, sehr modern und meistens kommen die Dinge erst ein bisschen später beim Kunden an. Das heißt, wenn man sich jetzt ein altes Video anschaut aus dem Jahr 2015, 16, ist das fast, 2016 wahrscheinlich, ist das fast aktuell für uns. Also macht durchaus Sinn, einfach in den alten Videos zu stöbern. Ich habe gestern nochmal herumgestöbert, ich habe zu allen Themen, die mich interessiert hätten, was gefunden. Also wirklich auf die Schnelle. Man kann einfach Filter eingeben und nach Begriffen suchen. Ja, ich bin ja auch gerne immer wieder selber bei der TechEd, aber wie seht ihr eigentlich die TechEd? Würde mich interessieren. Ihr seid ja auch immer wieder live dabei, glaube ich. Also ich hatte noch nicht das Vergnügen. Ich fand die Jahre, die ich da war, fand ich ein super Event. Wobei für mich eigentlich immer mehr das Drumherum, die Leute zu treffen, mit den Leuten zu sprechen, der Mehrwert war. Ich war relativ wenig in jetzt so konkreten Lern-Sessions. Also es gibt da ja auch immer auf 4, 6 Stunden lange wirklich intensive Workshops. Aber die Zeit habe ich mir eigentlich meistens nicht genommen, weil es für mich immer viel interessanter war, die ganzen Leute mal an einem Platz zu treffen. Aber ich finde, die TechEd ist ein super Event, freue ich mich jedes Jahr drauf. Dieses Jahr wird es ja, glaube ich, leider nicht stattfinden. Aber ja, wissen wir nicht. Schauen wir mal. Und in Europa natürlich im Oktober, November nach Barcelona. Das ist für mich auch immer nochmal ein guter Grund zur Decke. Kann ich nur bestätigen und vielleicht noch ein Zusatz. Ja, gerade die 4 bis 6 Stunden Workshops sind hochinteressant, weil häufig bei der TechEd sind auch gerade die Leute am Workshop leiten, die Inhalte auch entwickelt haben. Also das war jetzt in den Events, wo ich dabei war, wirklich auch teilweise ein Highlight. Ja. Also das ist definitiv etwas, was jeder mal besuchen sollte. Ja. Und Barcelona ist immer eine Reise wert, definitiv. Und auch gerade die Möglichkeit, mit den Leuten zu sprechen, die das entwickeln, ist auch eine Möglichkeit, mal der SAP-Feedback zu geben. Mhm. Also es gibt auch diverse Kunden oder SAP-Anwender, die auch mal ein negatives Wort über die SAP fallen lassen, weil das eine oder andere nicht passt. Aber da muss man halt die Möglichkeit der SAP das Feedback geben, was irgendwie schlecht ist, was besser sein könnte, damit die SAP die Möglichkeit hat, das zu verbessern. Soweit da ist halt so eine Session. Ja, soweit ich das da mitgekriegt habe, ist die SAP auch wirklich auch interessiert dann dort natürlich. Also die saugen das auch natürlich auf, was da kommt. Aber ich kann auch sagen, es ist zwar nicht ganz billig, aber es ist allemal wert, aus meiner Sicht. Also kann ich jedem nur empfehlen, wenn er mal zu seinem Teamleiter oder was geht und sagt, da muss man mal hin. Also das ist wirklich... Und so wie der Christian gesagt hat, das ist eigentlich das Drumherum fast das Wichtige. Die Videos oder die Präsentationen sind auch nett. Natürlich sind das toll, super und so weiter, aber das ist fast das Netzwerken, das ganz Entscheidende. Okay, auf jeden Fall, ich klicke da jetzt nicht drauf. Ganz viele Videos, alle diese Keynotes, alles dabei. Nächstes Thema ist, das kennen auch, glaube ich, doch einige, das OpenSAP.com. Da gibt es so ganz, ganz tolle geführte Kurse, da kann man so... Zertifikate dann machen und da hat die SAP jetzt aber, glaube ich, eben die letzten 2, 3 Tage was announced, dass sie das weiter geöffnet haben. Ich weiß nicht, Christian, drum hast du da das vielleicht ein bisschen mitbekommen, was da jetzt... Ja, ich habe so ein bisschen was mitbekommen. Ich bin mir nicht so 100% sicher, ob ich auf dem letzten Stand bin, aber was bei dem OpenSAP.com ja immer schon ist, dass du alle Kurse dir im Nachgang nochmal anschauen kannst. Mhm. Was ein Teil des, in Anführungszeichen, Business Models ist, ist, wenn der Kurs gelaufen ist und du willst hinterher den nochmal machen, um so ein Zertifikat zu kriegen, dann kannst du dir quasi so ein Coupon kaufen, um den Kurs wieder zu öffnen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat man jetzt genau das quasi sozusagen abgeschaltet. Man kann alle Kurse, die gelaufen sind, auch nochmal bearbeiten und kann auch wieder dieses Zertifikat erhalten, dass man daran teilgenommen hat. Also
Nicht alle Kurse, sondern die Kurse von 2019 und 2020, aber es sind natürlich eine riesige Menge. Und es geht genau darum, dass man auch diese Zertifikate jetzt im Selbststudium nochmal machen kann. Genau. Genauso als Anmerkung für die, die vielleicht OpenSAP noch nicht kennen und sich fragen, was sprechen wir da jetzt gerade überhaupt? Im Regelfall ist es immer so, dass zu einem gewissen Datum ein Kurs X anfängt. Der geht dann über 1 bis 6 Wochen und nach jeder Woche gibt es so also eine Art Homework, so ein Multiple-Choice-Test, wo man dann so eine Kreuzchen richtig machen kann. Und wenn man es über diese 6 Wochen richtig durchzieht und auch überall gute Antworten abliefert, bekommt man am Ende des Tages ein Zertifikat. Und dieses Zertifikat kann man eigentlich nur dann machen, wenn der Kurs das erste Mal initial läuft oder, wie der Christian gemeint hat, gegen Einwurf von Münzen nochmal im späteren Verlauf reaktivieren. Und das ist jetzt erstmal für die nächsten Wochen abgeschlossen. Und aus meiner Erfahrung, ich kann wirklich sagen, ich habe einige Kurse mitgemacht. Ja. Ich habe dann zum Teil nicht ganz fertig gemacht, muss ich auch sagen, aufgrund von Problemen oder Zeitproblemen, aber die sind wirklich gut. Das kann man einfach, ich weiß nicht, was ich sagen soll, das ist einfach wirklich gut und sind einfach die Zeit, die man investieren sollte, wert. Und das sind jede Woche vielleicht 2-3 Stunden, wenn überhaupt, die man investieren muss dann. Und die Zeit findet man. Es ist eine professionell gemachte Lernumgebung. Ja. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob das noch auf den Folien kommt, aber quasi der Bruder oder die Schwester von OpenSAPCom ist OpenHPI.com. Och, kommt dann noch. Ja, genau. Nächste Folie. Sehr gut. Eins möchte ich noch kurz dazu sagen, das, was mir bei OpenSAPCom so taugt, ist, dass man das in erhöhter Geschwindigkeit anschauen kann. Das heißt, ich kann mir das in gestauchter Form, führe ich mir die Videos zu und dann mache ich die Multiple-Choice-Tests quasi. Das heißt, ich spare mir ein bisschen Zeit. Gut, das kann ich nicht ganz verstehen, dass die Leute irgendwie auf Geschwindigkeit 2 oder 3 auch bei Audible beispielsweise hochdrehen. Das ist ein bisschen immer anstrengend. Aber eine Sache hätte ich schon noch, und zwar, es gibt ein Angebot für Studenten auch, glaube ich. Und das hätte ich gelesen, dass das, glaube ich, jetzt auch geöffnet wird für alle Studenten. Ich weiß nicht, Christian, ob du das auch weißt. Also bei OpenSAPCom bin ich da nicht auf dem Laufenden. Vielleicht kann da im Chat irgendjemand was sagen, weil ich weiß, was jetzt nochmal passiert ist. Es gibt ja auch noch von der SAP University sozusagen, von SAP Education, die haben jetzt nochmal geöffnet, dass bestimmte Kurse von Studenten kostenfrei durchgeführt werden können. Ja. Mhm. Das ist aber unabhängig von OpenSAPCom. Das sind wirklich die Kurse, die SAP Education anbietet, also quasi die Leute, die auch das, wenn man nach Waldorf hört und die in dem Schulungszentrum die Kurse macht, da gibt es jetzt Kurse, die geöffnet sind für Studenten, die können dann insbesondere auch die Zertifikate, also das sind also diese echte SAP-Zertifikate für diese 4 Kurse erwerben. Und das also der Kurs ist komplett offen. Ja, da ist eben jetzt eine Auswahl frei. Dann. Ich habe mir das gerade aufgeschrieben. Ich werde es dann einfach nochmal kurz recherchieren und in den Mail dann einfach ergänzen, wie da der Status ist und die entsprechenden Links ergänzen. Ja. Aber du hast eh schon vorgegriffen auf OpenHPI. Vielleicht kannst du gleich noch ein paar Worte dazu sagen, Christian. Ja, OpenHPI, ich weiß nicht genau, wie da die Beziehung ist. Man sieht es, dass das quasi die gleiche Plattform ist, wenn man sich damit so ein bisschen auseinandersetzt. Ich denke mal, die hat wahrscheinlich das HPI entwickelt und SAP dann übernommen oder in Kooperation. Was ich beim OpenHPI halt spannend finde, da gibt es nochmal ein deutlich breiteres Themenspektrum. Also da sieht man jetzt schon von Coronavirus über objektorientierte Programmierung in Java bis hin zu Deep Learning. Und das habe ich den Eindruck, teilweise sind die Kurse tatsächlich ein anderes Niveau. Das ist teilweise Universitätsniveau. Also Professoren des HPIs machen ihre Vorlesungen als OpenHPI-Kurs. Ja. Also es gibt Einführungsthemen. Es gibt auch Programmieren für Kinder, sowas. Aber es gibt eben auch ganz offizielle Vorlesungen zu Themen wie Blockchain oder Deep Learning. Das sind extrem fundierte Vorlesungen. Die glaube ich dann auch, also ich glaube, wenn man sich die anguckt, stellt man immer auf die Geschwindigkeit 2. Tommy, das ist eine Challenge.
Nee, das OpenHPI, das ist ein bisschen der Vorgänger oder ist ein bisschen früher entstanden als OpenSAP. Das OpenHPI gibt es, glaube ich, 2011 oder 2011, 2012 habe ich den ersten Kurs darüber gemacht und dort gemacht. Und zwar, wie funktioniert die HANA im Kern? Und zwar vorgetragen durch den werten Hasso Plattner himself. Und da hat man dann über 6 Wochen dem Hasso Plattner zugehört, was wirklich die HANA unter der Haube, was heißt eigentlich Column Store, was heißt eigentlich Dictionary Compression und sonst irgendetwas. Und dann wirklich noch mit Mathematik und Co. Da kann man sich wirklich ja, viel Spaß mit haben. Genau. Und sagt halt, auch Content, wie Christian gesagt hat, über alle Themen aus der IT, von Netzwerksicherheit bis hin über IT-Recht oder sonst irgendwas. Okay, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, weil sonst kommen wir gar nicht durch, habe ich schon gemerkt, wir verzetteln uns schon wieder. Aber das ist jetzt, ja. Gedacht, als ich die Folienanzahl gesehen habe, habe ich gedacht, das geht sich niemals. Ja, ich weiß. Also, aber es ist auch so gedacht, dass wir über manche Folien dann schneller drüber gehen. Man sieht es dann, es ist einfach gebündelt drin, ihr seht es dann im Mail halt einfach drinnen. Es ist auch von der SAP sicher das eine oder andere noch dabei. Und es kommt hinten auch noch was, aber das ist einmal das Wichtigste, was wir jetzt so verwenden oder eine Erfahrung haben. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema, nämlich zu Community-Blogs. Natürlich kann man einfach durch Blogs, durchs Lesen von den Blogs oder aber auch durch Schreiben einfach lernen. Deswegen gehen wir einfach geschwind die wichtigsten Blogs ganz schnell durch, würde ich sagen. Ich glaube, den kennen vielleicht manche, die googeln, den ABAP-Blog. Der Lukas ist wirklich ein ziemlich genialer Typ. Der schreibt tolle Add-ons. Der hat ADT quasi ein bisschen runtergemacht mit seinen Plugins. Und es ist immer wieder nett, mit ihm auch zu diskutieren. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt da dabei ist, vielleicht gerade. Wahrscheinlich nicht, weil wir in Deutsch sind. Aber der ist auf jeden Fall interessant und sollte man auf jeden Fall folgen, was der von sich gibt oder was der macht oder was der schreibt. Ich selber genieße die Blogs auch bei ihm. Gehen wir einfach weiter, ne? Nächster. Zevolving habe ich früher sehr oft gefunden, auch beim Googlen, jetzt ein bisschen weniger. Ich glaube aber, das sind sehr objektorientiert. Da gibt es sehr viele Themen, soweit ich mich erinnert, und ich glaube, Sören, du hast mich auch noch mal daran erinnert. Da geht es sehr Ja. viel, und wenn man sich mit objektorientierter Entwicklung beschäftigen möchte, und lernen möchte, gibt es auch sehr viel Content auf der Seite. Genau, das Z-Evolving ist ein bisschen eingeschlafen. Ich glaube, da gibt es seit 2017, 2016 nicht mehr viel Content, aber es ist wirklich super gemacht für alle, die jetzt mal in das ganze ABAP-OO-Thema einsteigen wollen, weil wirklich der Kollege programmiert nur in OO und von einfachen Beispielen bis hin zu komplexeren Design-Patterns oder auch mal Design-Patterns in ABAP erklärt. Das ist auch etwas, was man selten findet. Und halt eben sogar für diese ganzen Ein- und Umsteiger in ABAP-OO super geeignet. Und vor allen Dingen sehr praxisnah, Ja. mit sehr praxisnahen Beispielen. Genau. Und das Schöne ist auch natürlich, es ändert sich nicht so großartig. Also auch wenn der Kurs oder wenn die Inhalte schon 3, 4, 5, 6 Jahre alt sind, das hat sich nicht großartig verändert. Das ist vielleicht in Nuancen ein bisschen verändert worden, aber im Endeffekt ist es gleich. Gerade wenn es um Genau, also was halt fehlt, ist halt die ganz neuen Themen wie BOPF-Programming und sowas, die sind da, glaube ich, Ja. weniger behandelt. Aber ja, klar. Und ich habe auch immer versucht, rechts unten auch die Kontaktadressen der Leute dazu zu geben, die dahinter stecken. Also da in dem Fall der Twitter und auch meistens der Sub-User, falls jemand sie gleich verlinken möchte dann mit den Leuten. Das nächste Sub-Yard ist mir, muss ich ehrlich sagen, neu gewesen. Ich habe es jetzt ein bisschen, das hast du, glaube ich, eingebracht, Sören. Das ist Genau, echt also interessant, habe ich jetzt auch gesehen, habe ich aber noch nicht, vielleicht sagst du was dazu, ja. genau, also lasst euch nicht von dem Layout abschrecken. Das sind halt SAP-Entwickler und keine Webdesigner. Was ich aber an der Seite cool finde, ist, dass es nicht nur einzelne Blogposts sind, von wegen ein Thema erklärt auf 2 DIN A4 Seiten, sondern dass auch immer wieder mal ganze Serien dabei sind. Also sprich, irgendwie, wie man es hier auch auf dem Bild sieht, 12 Videos zum Thema Fiori Programming Model und dass man wirklich von End to End diese Szenarien sieht, auch wenn man so durch die Navigationsleiste oben drüber geht. Das sind immer mehrere Punkte. Es gibt auch ein bisschen Paid-Content, aber den braucht man da gar nicht. Aber sonst ist es eigentlich komplett for free mit eigenem YouTube-Channel und eben halt eben auch sehr viel auf diesen ganzen neuen Technologien. Also sprich, nicht nur klassisches ABAP, sondern eben auch OData, Fiori, CDS, VDM etc. pp. Was man dazu braucht. Und das finde ich super interessant an der Webseite. Genau. Next. Next. Ist die Codezentrale, ich weiß nicht, ob es die Teilnehmer auch schon öfters jetzt gefunden haben, wenn man was googelt zu neuen Themen, gelangt man, also ich gelang sehr, sehr oft zu der Codezentrale. Das ist nicht wirklich jetzt, das sind nicht wirklich Blogs, aber die
Beispielprogramme, das sind alle möglichen Programmiersprachen drin, aber die Beispielprogramme sind wirklich gut. Also die sind wirklich ordentlich modern, halbwegs modern programmiert. Und ich habe schon wirklich einige Sachen einfach dort dadurch gelernt, dass man das einfach durchgeschaut habe oder gelesen habe, wie die das programmiert haben oder der was das halt eingebracht hat. Also wenn man es einmal auf Google findet, ruhig draufklicken, das ist nicht schlecht. Das ist fundiert, zumindest für sich. Vor allem, man kann sie auch Kürbissuppe kochen. Das finde ich lustig. Also Coding und Kochrezepte auf einer Seite. Das ist Ob du jetzt von Stack Exchange kopierst oder ob du genau eine Anleitung und das Zeug in den Topf schmeißt und hinterher kommt was raus, du alles sein. Stimmt. Nächstes Thema, was du einfach auch nicht fehlen darf, wenn es ums Thema Lernen geht. Vielleicht wissen es gar nicht viele, aber es gibt natürlich auch Open Source im ABAP-Bereich. Da gibt es auch eine schöne Seite, die .abap.org, wo alle aufgelistet sind, alle diese Projekte. Das bekannteste ist wahrscheinlich ABAP Git, nehme ich einmal an. Oder manche kennen noch vielleicht ABAP to XLXS oder wie das heißt. Aber man kann wirklich GitHub durchsteigen. Man kann sich wirklich auch anschauen, wie denn der Lars das Beispiel ABAP Git entwickelt hat. Wie macht der JSON-Konvertierung und so weiter? Also man kann da wirklich sehr viel lernen. Man kann es natürlich nutzen, die Tools, und soll es installieren. Die OpenJax als Beispiel, Kern finde ich als Standard immer installiert beim Kundensystem. Aber man kann einfach auch viel lernen damit. Vielleicht, Tommy, ich weiß nicht, ob du bist ja auch ein bisschen mit dabei bei den Open Source Themen. Kannst du da was dazu noch sagen vielleicht? Ja, nein, es gibt mittlerweile wirklich viele, viele Open Source Tools, die über ABAP Git bereitgestellt werden. Das heißt, die sind auf GitHub gehostet, ganz normales Git-Repository, wo man sich das Coding auf GitHub anschauen kann. Es ist wirklich offen und du kannst es dann über ABAP Git in dein System importieren, wenn du sagst, okay, das bringt mir was, das hilft mir, das hat einen Mehrwert. Aber wie gesagt, man kann sich auch das Coding direkt auf GitHub oder wo es halt gehostet ist, anschauen. Und kann er dadurch viel lernen oder sie Tipps und Tricks abschauen, wie andere Leute was lösen. Und natürlich, wenn man selber sagt, okay, ich habe irgendwas echt Cooles entwickelt und vielleicht könnte das jemand anderer brauchen, kann man natürlich auch das eigene Coding dort zur Verfügung stellen und kann dann auf der Seite eben auch mit seinem Projekt gehostet werden, aufscheinen. Weil ich da mal gerade die Codings, die man hier sieht, von beispielsweise vom Lukas, vom Lars und sonst irgendwas, das sind immer solche ja, kleinen, aber feinen Details drin, die irgendwie fast jedem von uns einen ziemlich hohen Lerneffekt mit sich ziehen. Wenn man immer, ah, okay, so kann man das machen. Das ist eigentlich schon Genau. Also das Schöne dabei ist halt, man kann sich die einfach runterladen und ausprobieren und gucken, ist das was für mich? Und selbst wenn das Tool noch nicht fertig ist, kann man da eben gucken. Wie funktioniert das? Wie werden da Sachen gemacht? Das ist schon wirklich klasse. Da sind wir eh schon bei dir, Enno. Das ist, glaube ich, dein Baby, der Tricktresor, schon seit doch vielen Jahren, zumindest entdeckt. 2003. Das ist ja wirklich schon. Weitausenddrei, Wahnsinn eigentlich, ja. Und also ich kann jetzt nur von meiner Warte sagen, also ich lese es einfach auch gern, weil es einfach angenehm geschrieben ist einfach. Und das ist auch interessant, wenn man was liest und so. Du beschreibst es so ein bisschen aus deiner Sicht, wie du mit irgendeinem Thema herumgehst, was du für Erfahrungen gesammelt hast. Aber es ist einfach angenehm zu lesen. Das gefällt mir. Es ist nur technisch, nicht nur irgendwie Danke. Hardcore-Technik, sondern einfach wirklich auch empfehlen zum Lesen. Und ich lese einfach auch gerne ein bisschen was. Aber vielleicht kannst du noch was dazu sagen zu deinem Tricktresor sonst. Ja, die Codezentrale ist tatsächlich leider eine Website, weswegen genau die Beispiele nicht bei mir stehen, weil der hat die ja schon aufgeschrieben, dann muss ich das nicht auch nochmal machen. Und die Beiträge sind tatsächlich fast alle aus der täglichen Arbeit entstanden. Also wenn ich dann irgendwas gelernt habe, dann habe ich das aufgeschrieben. Und weil das dann eben nicht reicht, einfach nur einen Funktionsbaustein oder eine Klasse da reinzuschreiben, muss da eben noch ein bisschen Artikel drumrum. Ich mache das tatsächlich in erster Linie für mich, weil ich dabei lerne, wenn ich die Sachen nochmal aufarbeite und das nochmal beschreiben muss, was da eigentlich passiert, dass ich dann lerne, wie das eigentlich funktioniert hat oder wie das, ja, wie das Achso. richtig geht. Das ist Okay. vielleicht auch nochmal ein Hinweis überhaupt, ne, für alle Leute, die zuhören. Wir haben jetzt über die tollen Webseiten hier gesehen, wir haben die tollen Blogs gesehen, aber überhaupt einfach, das war für mich so ein Riesenschritt, damit anzufangen, den Grams, den ich gemacht habe, einfach mal aufzuschreiben. Wenn man was aufschreibt, muss man so nochmal ganz anders drüber nachdenken. Und am Anfang hat man immer so das Gefühl, ja, da gibt es irgendwie,
Experten und warum soll ich jetzt diese kleine Sache, die ich gerade rausgefunden habe, aufzuschreiben? Macht das einfach. Schreibt einen Blog auf dem Sub-Community-Netzwerk. Man ist eigentlich dann, oder ich war immer am Anfang verblüfft, wie viel gutes Feedback man kriegt und wie viele Leute dann sagen, ah, super Idee. Und das ist für einen selbst, für mich auch immer ein Riesenschritt, um nochmal ein Thema zu verstehen, wenn man wirklich das versucht, mal so in den Blog zu packen. Und vor allem, selbst wenn man meint, man ist noch jung und geistig fit, man vergisst Sachen. Selbst wenn nach 3 Wochen oder 4 Wochen, selbst wenn man eine Woche lang ununterbrochen an irgendwas rumgetüftelt hat, man weiß es nach 2 Monaten nicht mehr. Und das ist dann schon gut, wenn man dann nicht aufs Geratewohl irgendwo im Internet suchen muss, um zu gucken, finde ich das jetzt nochmal, sondern wenn man weiß, das habe ich doch schon mal gemacht und dann nach seinen Sachen suchen kann, um das nochmal nachzuvollziehen. Und jetzt, wir haben jetzt viele Contents gehabt, oder einige, es gibt noch viel mehr, aber jetzt gibt es zum Glück jemanden, der Damir, der das versucht, einmal in der Woche ein bisschen zusammenzufassen. Und ich meine, ich habe auch alle meine Newsletter abgemeldet mit dieser Datenschutzgrundverordnung, aber den habe ich immer wieder angemeldet, weil es ist sehr wohl sinnvoll, dass man eine Filterung ein bisschen hat. Eine vorgefilterte Info, du hast dann eine kurze Zusammenfassung mit, ich glaube, immer so 10, 12 Themen wahrscheinlich sind dabei. Man kann dann relativ schnell drüber gehen, hat es in 3 Minuten entschieden, ob man was lesen möchte oder nicht. Und ja, vielleicht kannst du dann was dazu sagen, weil ich glaube, der ist ja relativ neu da. Genau, ja, als vor allem als Coach muss ich mich mit neuen Inhalten beschäftigen und das mache ich auch seit Jahren. Und ich habe einfach meine eigene Knowledge-Datenbank und ich habe mir überlegt, naja, das könnte ich ja auch wenigstens mal öffentlich so ein bisschen zur Verfügung stellen. Und das mache ich, ja. Ihr wisst, ich glaube daran, dass man sich verschiedene Skills aneignen darf als Softwareentwickler, nämlich sich mit Themen wie Clean Code beschäftigen, Testthemen wie TDD und auch modernes ABAP, ja, so habe ich das formuliert, nicht nur das klassische ABAP. Und dort sind dann die Blogs, die ich wöchentlich einfach mir anschaue, wo ich denke, oh, die haben eine gewisse Qualität. Ja, und ja, natürlich auch gerade zur heutigen Zeit auf der Seite gibt es auch die Möglichkeit, selber Blogs vorzuschlagen, die man gut findet. Ja, da ist jeder herzlich eingeladen, da einfach auch einen Link dann bereitzustellen. Ist englischsprachig, ja, und es ist so die ähnliche Motivation, wie Enno das formuliert hat. Ja, mein Englisch ist nicht so besonders, aber ich bemühe mich hier, jede Woche besser und besser zu werden, ja. Das ist auch so ein eigenes Ziel mit dem Newsletter. Also wenn der eigene Blogbeitrag dann nachher in deinem Newsletter erscheint, ist dann so eine Art Ritterschlag, oder? Ja, muss ja nicht der eigene sein. Also ich habe da mir auch schon ein paar Sachen vorgeschlagen, ne? Weil man sieht ja, es gibt so viel, das kriegt ja einer nicht irgendwie allein irgendwie gemonitort. Ja. Also, außer man macht das Hauptberuf. Das macht leider von uns keiner. Von daher, also ich habe da mir auch 1, 2 Sachen vorgeschlagen, die ich einfach gut fand. Ne? Und dann wird das auch so ein rundes Ding. Danke. Ja. So. Ja, gehen wir weiter zu dem nächsten Thema. Jetzt würde ich ein bisschen auf Community-Events eingehen. Jetzt müssen wir wirklich ein bisschen auf die Tube drücken. Also es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Es tut mir leid, liebe Teilnehmer. Also wir kennen natürlich ein bisschen länger, aber vielleicht ein bisschen auf die Tube. Auf jeden Fall, jetzt würde man zum Thema Community-Events kommen. Jetzt muss ich einen Blick zum Tommy werfen. Hast du vielleicht jemand für, also wie auch immer, es gibt, fangen wir an, es gibt eine schöne Community-Seiten von der SAP, also die Community-Events kann man auch auf der SAP dort sehen, da gibt es schöne Wiki-Seiten, wo man einen Überblick hat über die Inside-Tracks, die vielleicht die meisten kennen, das sind ja diese On-Site-Events, oder die ABAP-Events, da kommt der Damir wieder ins Spiel, oder die Stammtische. Aber natürlich, jetzt geht momentan gerade alles ein bisschen in die Cloud, nicht, online. Und man findet auch dort den Überblick über die Online-Events, wie zum Beispiel die Online-Stammtische, die jetzt gerade passieren. Oder die Online-Inside-Tracks, die es jetzt geben wird wahrscheinlich. Oder auch, ich glaube, da kommen wir später noch, auch zum Thema ABAP gibt es, glaube ich, auch eine Idee, dass wir da was online machen damit. Aber vielleicht, Tommy, hast du zufällig jemanden? Ich habe da jemanden in der Leitung, der... Vielleicht möchte der oder die etwas zu dem ganzen Thema sagen. Prominent im Sack. Jetzt sind die anderen wahrscheinlich auch überrascht, weil das haben wir ganz kurzfristig, wenn... Und ich... So, wenn es... Brauchen wir eigentlich einen Trommelwirbel, oder? Ja, genau. Bam, 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 bam. Ich auch schauen, ob jetzt der Tommy 2 Stunden braucht, um das... Ja.
klar zu machen. Das haben wir jetzt genau kurz bevor wir gestartet haben, haben wir das noch schnell per Mail versucht zu klären. Aber der Tommy schafft es nicht anscheinend. Doch, euer sollte jetzt dabei sein. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, die Svea begrüßt uns gerade. Ja, könnt ihr mich hallo. Hören? Ja. Ja, hallo aus dem Homeoffice. Ich begrüße euch und vielen Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gibt, hier auch kurz was zu sagen. Ich würde mein Video auch freischalten, aber ich glaube, das dauert jetzt alles zu lange. Kein Problem. Toll, dass ihr das heute macht und ich bin froh, dass es nicht auf einem Freitag ist, weil ich ja freitags frei habe. Also habe ich auch mal die Chance, da mitzumachen und ich finde es super, dass ihr die Informationen alle zusammenfasst und insbesondere auch über die Events, weil ja gerade zurzeit alle virtuell gehen, was ich persönlich natürlich auch toll finde, weil wenn man jetzt diese Seite aufruft, hier im Screenshot sieht man ja, alles ist postponed oder sogar gecancelt. Wenn man jetzt ein bisschen weiter runterscrollen würde auf dieser SAP Inside Track Seite, sieht man auch die ABAP-Events vom Damir, welche auch nochmal bitte hier erwähnen. Und da versuchen wir natürlich auch immer alles aktuell zu halten. Und hier in der rechten Box, denke ich, das ist das Wichtigste, Other Community Events in der blauen Box, da haben wir, genau, da tragen wir jetzt auch diese virtuellen, du siehst ja Stammtisch Wien, der ja heute Abend stattfindet, ist auch hier mit dabei. Da versuchen wir jetzt wirklich die virtuellen Termine mit einzufügen. Wir heißt die Community, also auch ihr. Jeder, der Berechtigung hat zum Schreiben, die könnt ihr über mich bekommen, kann seine Termine hier eintragen. Und ich möchte noch ganz kurz sagen, wir haben ja diese SAP Community Programs, die hatte der Fös vorhin vorgestellt. Da gibt es ja auch die Coffee Corner Discussion. Und da werde ich jetzt auch noch mal einen kleinen Thread starten die nächsten Tage. Und würde euch einfach bitten, da mal reinzuschauen. Vielleicht habt ihr Lust, da mitzumachen und euch über diese virtuellen SAP-Stammtische, weil die Idee war ja eigentlich, sich physisch zu treffen, was im Moment nicht möglich ist, da nochmal darüber sich auszutauschen. Also da haben wir auch nochmal eine schöne Interaktion über die Events. Und ich denke, das war es jetzt erstmal. Wir haben natürlich auch noch in der Community Events Page, in der SAP Community unter Events. Diese Sachen werden im Moment noch manuell, sage ich mal, übergeleitet. Aber alles, was hier im Wiki ist, findet ihr auch auf der SAP-Community-Events-Page. Wenn wir es rechtzeitig wissen, können wir das veranlassen. Mhm. Super. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt gereicht. Ich mach weiter mit. Ich finde es toll und ich stelle mich jetzt mal wieder auf Mute und viel Spaß noch. Danke und schöne danke. Grüße. Danke. Ja, danke. Ciao. Danke. Ciao. So, perfekt. Ja, wir haben es ja schon kurz gehört, also heute am Abend, aber wir haben später nochmal gibt den ersten in Wien wieder einen Stammtisch, einen virtuellen Stammtisch. Und da wäre die Einladung dann, wenn man draufklickt. Ja, gehen wir weiter. Wichtiges Thema ist, finde ich, OpenSeed.net. Oliver Kohl ist, glaube ich, heute schon namentlich genannt worden. Rechts unten wäre auch der Twitter-Account. Es gibt auf der SAP Inside Track sehr viele Videos mittlerweile. Wir nehmen, oder es wird ja sehr viel aufgenommen. Ich glaube, es sind über 200, was ich gezählt habe. Und der Oliver hat das einfach ein bisschen zusammengefasst. Es gibt einfach eine schöne Seite, openseed.net, wo man sich alle diese Videos, die dauern so 30 Minuten, 45 Minuten, meistens englischsprachig, oder eigentlich alle, glaube ich, einfach wieder anschauen kann. Und es sind zum Teil wirklich sehr, sehr gute Contents und sehr, sehr gute Inhalte drinnen. Ich glaube, Damir, du bist ja ein großer Unterstützer immer wieder bei den Inside Tracks als Sponsor und auch als Teilnehmer, Referent und so weiter. Vielleicht magst du noch was dazu sagen? Zu dem Thema. Die Initiative finde ich herausragend und grundsätzlich die SAP Inside Tracks, die Community trifft sich und es sind halt nicht nur rein technische Inhalte und Vorträge, sondern es geht also von wie koche ich Kaffee bis hin zu wie veranstalte ich virtuelle Meetings richtig. Also es ist wirklich eine große Inspirationsquelle und natürlich gibt es auch viele technische Talks definitiv. Ja, und es sind auch immer wieder Überraschungsgäste, ich meine, das siehst du jetzt nicht vielleicht ganz, aber es ist die Lederhose von Thomas Krassel, glaube ich. Also es, oder auch hier, ja genau. Dass du ihn an der Lederhose erkennst, wundert mich. Weil ich mich noch erinnere an die Lederhose, glaube ich. Nein, es sind wirklich durchweg sehr, sehr gute Vorträge. Es findet immer am Samstag eigentlich statt, dieses Event, und die Leute machen das alle in ihrer Freizeit und es ist wirklich, sind sehr, sehr engagierte Leute dabei. Und kann man generell, also auch wenn es dann wieder on-site stattfindet, unbedingt hingehen.
das definitiv. Rentiert sich auf jeden Fall. Überall, die finden auf der ganzen Welt eigentlich statt. Ja, und vielleicht noch zwei Sätze zu OpenSit. Zum einen, ich glaube, das hatte ich auf den Folien nicht, OpenSit hat selbst auch einen Twitter-Handle. Da postet der Olli, glaube ich, täglich oder wöchentlich irgendwie so zufällig selektiert einen Talk. Und das ist eigentlich ganz witzig, da kriegt man immer so einen interessanten Feed von so ja, Talks von Sub Inside Tracks. Und ich glaube, es gibt auf dem OpenSit auch den Talk, den der Olli beim letzten Sub Inside Track in den Niederlanden, in Holland gehalten hat, wo er mal erklärt hat, wie er das hier aufgebaut hat. Und das okay, ist dann, da. Das werde ich noch extra in die Folien dann noch ergänzen, die zwei Sachen. Also ich schreibe mir das ja dann mit. Technisch, was er da gemacht hat, ist richtig cool, super spannend, das kann ich nur empfehlen. Perfekt. Also, ich muss wirklich ein bisschen Gas geben. So, aber ich habe den letzten Stand nicht rausgefunden, ob das wirklich stattfinden wird. Aber es ist geplant, eine Online-Track zu machen. Es ist von den Kollegen, also von mehreren Kollegen, vom Ronny an Johnson, Katan Patel und so weiter, sehr viele Leute, auch ein paar Sub-Champions sehe ich da gerade dabei. Die planen das am 30. Mai zu machen, also ähnlich wie die anderen Inside-Tracks, aber online. Und das ist das Interessante, für 24 Stunden. Das finde ich schon mal spannend wieder. Das heißt, wenn sie es wirklich schaffen, und sie sind auch, glaube ich, noch interessiert an Beiträgen. Also wer Lust und Zeit hat, einfach Beiträge und mitmachen oder eben nur zuschauen halt dann. Aber auf das bin ich schon sehr gespannt. Und ob das mit den 24 Stunden, ob sie das ausgeht. Das ist eine super Initiative auf jeden Fall. Ja. Laut Chatnachricht von Svea soll das stattfinden. Ja. Okay, super. Es gibt einen Slack dazu, da kann man sich da reinschalten und dann kann man da auch mitdiskutieren. Und ja. Schreibe ich mal gleich wieder auf. Slack. Hey, wir haben gerade vorher geredet über das Vergessen. Also ich vergesse jetzt musst du arme fürs 2 Stunden die Session nacharbeiten. Na, ja. Okay, weiter. Aber Code Retreat Online, glaube ich, Damir, was ich gelesen habe, es gibt auch den Plan, sowas online zu machen. Ich würde ja, ich weiß gar nicht, wie lange ist es her, vor 10 Tagen habe ich mal gefragt, ob potenziell Interesse bestünde und da war das Feedback sehr positiv. Heißt, Christian und ich, wir sind schon in der Planung, im Setup, wie machen wir das? Ja, wir haben da unsere Arbeit aufgenommen und es wird diese ABAP Community Online Events von uns moderiert geben. Wann genau, da sind wir noch so ein bisschen am Verhandeln. Ja? Ich kann nur sagen, stay tuned, wir werden das rechtzeitig announcen und wir sind mittendrin, um diese Sachen zu durchzuführen. Wer noch keine Code Retreat mitgemacht hat, aber ich kann es auch nur empfehlen, wir haben schon einige organisiert, auch selber gemacht. Es ist wirklich ein Tag, wo man sich nur um, ja wieder natürlich ABAP und ADT und TDD eigentlich beschäftigt. Und das ist eigentlich das Interessante. In der normalen Arbeit hat man oft nicht die Zeit, dass man jetzt ganz modern und Unit-Tests und so weiter macht. Und da gibt es jetzt wirklich die Möglichkeit, einen Tag konzentriert nur mit moderner Programmierung, moderner ABAP-Programmierung sich zu beschäftigen. Ja. Online-Event, wir werden, glaube ich, im Newsletter sicherlich irgendwas mitkriegen davon oder eben auf der Wiki-Seite da. Oder auf Twitter. Ich habe die Twitter-Adresse gar nicht reingeben, muss ich noch dazugeben dann. Nächstes, jetzt kommen wir zum Christian, weil du bist jetzt ja auch online und unter die Streamer gegangen mit deinen Vorlesungen. Ja, notgedrungen, ne? ja. Also, ja, ich muss ja meine Vorlesungen halten. Ich habe dieses Semester das Glück, dass ich nur 2 große Vorlesungen habe. Wir haben uns dann überlegt, was wir da so machen. Meine Erwartung war, dass die Infrastruktur an der FH Aachen nicht dafür ausgelegt ist, dass alle Profs jetzt plötzlich online alles machen, weil wir haben uns committed zu sagen, wir versuchen das Semester so gut wie möglich durchzuziehen. Und da habe ich ein bisschen rumprobiert und habe ich gedacht, das streame ich auf YouTube, weil wenn YouTube kaputt ist, ist das Internet kaputt. Also gehe ich davon aus, dass die Infrastruktur das aushält. Und ich meine Vorlesungen, die 3-mal wöchentlich stattfinden, eine nennt sich SAP in der Praxis, Grundlagen ERP-Systeme.
Also ich glaube, jeder, der hier in dem Kurs ist, der lernt da drin nichts mehr. Aber vielleicht, wenn es euch irgendwie langweilig ist, könnt ihr das ja mal angucken. Informationssysteme ist vielleicht sogar was ganz Spannendes, weil da machen wir jetzt relativ lange, ein paar Wochen lang BPMN-Modellierung und anschließend machen wir noch Datenmodellierung und Entscheidungsmodellierung und so. Das ist einfach so ein Paket an BWL gerichtet eigentlich, aber es ja, Informationssystem modelliere. Und das könnte vielleicht für euch auch spannend sein, wenn das ein oder andere Thema, wie zum Beispiel Prozessmodellierung, nochmal genauer angucken wollt. Genau, das Ganze gibt es auf YouTube. Und aktuell kämpfe ich noch mit der Technik. Regelmäßig bricht mir der Stream ab, weil mein Internetprovider auch mit dem Ansturm kämpft. Aber ich versuche das dieses Semester durchzuziehen und guck mal, vielleicht wird es am Ende des Semesters auch relativ gut werden. Und wie ist bisher deine Erfahrung mit dem digitalen Lernen? Wirst du jemals wieder an die Uni gehen und jemals wieder eine Hose anziehen für den Unterricht? Die Resonanz ist sehr positiv. Also ich finde es spannend für mich nochmal. Ne? Das ist nochmal eine Herausforderung. Ich weiß, viele von meinen Kollegen haben da echt, die sind am Kämpfen, ne? Weil nicht jeder so hat. Das Feedback von den Studenten ist halt quer drüber. Also ich habe Feedback schon gesehen, die sind total genervt, dass jeder oft irgendwas anderes macht. Aber ich habe heute Morgen mit Studenten gesprochen, die finden es super. Die sagen, endlich kann ich mir das selbst einteilen. Wenn ich irgendwas schon kenne, überspringe ich es. Wenn ich irgendwas zweimal anhören will, spule ich zurück. Also ist das Coole, was ich finde, ist, dass wir jetzt, wir als FH gezwungen sind, das online zu machen. Jetzt geht das endlich mal vorwärts. Und die nächsten paar Monate werden wir alle ganz viel lernen, ganz viele Fehler machen. Und ab nächstes Semester wird das dann, glaube ich, schon nochmal eine andere Qualität haben. Okay. Gehen wir gleich weiter wieder. Ein paar Minuten. Wir haben ja geredet vorher auch schon vom Podcast. Es gibt schon relativ lange den Coffee Corner Radio Podcast. Den kann ich auf jeden Fall anhören. Ich würde jetzt gar nicht so viel reden darüber, aber den kann ich jedem nur nahelegen. Sehr, sehr interessant. Sehr interessante Gäste immer wieder dabei. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob jemand von euch schon mal mit dabei war als Gast. Aber ich glaube, der Gregor Wolf war schon ein paar Mal dabei und so weiter. Und von der Tech wird immer wieder berichtet auch. Also die machen das einfach super. Kann man nur jede Folge einfach ein bisschen anhören. Ist glaube ich, immer so preis. Die Tech-Ed-Varianten sind echt witzig, weil dann um eins halb betrunken Podcast aufnehmen. Nein, aber es sind wirklich super Sachen. Thomas Jung war, glaube ich, in der vorletzten Folge drin und hat ein bisschen über seine neue Rolle gesprochen und so weiter. Also einfach sehr angenehm zum Hören, in der Früh in der U-Bahn oder in der U-Bahn jetzt gerade nicht, aber halt zu Hause vor dem Einschlafen vielleicht. Coffee Corner Radio Podcast. Dann die neuen Online-Stammtische sind auch interessant, nämlich da wird nicht nur, ich meine, da schaut es jetzt so aus, dass alle nur Bier trinken, aber es stimmt nicht ganz. Also es gibt auch interessante Vorträge immer wieder dabei. Ich glaube, in München, Damian, hast du kurz ein bisschen was erzählt über das Remote-Arbeiten, wie geht man damit um, wie macht man das und so weiter. Also ich kann die Stammtische auch, ich bin jetzt auch nicht bei jedem dabei gewesen, aber auch nur empfehlen, weil es da immer wieder, erstens, ist ein gutes Networking natürlich, aber es ist auch gut, ein bisschen zu diskutieren, ein bisschen neue Themen auch zu besprechen vielleicht. Kann ich jeden auch nur nahelegen, ist wirklich lustig und einmal was ganz was Neues eigentlich. Ne? Und die nächsten Stammtische wären heute am Abend einer, der in Wien, und nächste Woche ist schon einer in Stuttgart. Also Stuttgart, bitte. Nächste Woche Dienstag. Genau. Vorbei. Eigentlich sind sie ja daheim, alle. Nein, wir sind quasi. Wir sind alle dann dort virtuell. Nein, es ist wirklich lustig und man muss einfach einmal dazugehen. Am Anfang ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn man das nicht gewohnt ist, aber dann ist es eigentlich wirklich lustig und interessant. Ich habe unten nochmal den Link reingegeben, dass man alle sieht. Bern, München haben wir schon gehabt, Baden oder und Karlsruhe. So, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Thema, deswegen habe ich ein bisschen auf die Tube gedrückt. Es gibt einige Kollegen, die streamen, das sind jetzt auch so wie die ganz jungen Leute eben dabei, dass sie einfach live codieren und live sagen, wie sie damit, was für Erfahrungen sie haben oder wie es ihnen dabei geht. Der erste, den wir vorstellen wollen, ist natürlich der Max, den auch, glaube ich, schon viele kennen. Wenn nicht, auf Twitter unbedingt folgen oder auf SAP. Der Max programmiert, debuggt und forscht und lässt uns teilhaben bei seiner Expertise, die er sich in der SubCloud-Plattform halt einfach aneignen möchte, was er halt macht. Wirklich interessant. Heute Vormittag war er, glaube ich, wieder live. Ich habe leider jetzt keine Zeit gehabt.
Also ziemlich zeitgleich. Es ist nicht ABAP natürlich. Also ABAP kann der Max, glaube ich, nicht, außer dass er es vielleicht buchstabieren kann, glaube ich jetzt einmal. Der ist einfach aus der anderen Welt einfach. Ja. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Ich glaube, gehen wir gleich weiter, oder? Gehen wir zum nächsten, nämlich. Moment. Der also, Max hat 5 Jahre ABAP-Erfahrung. Also. Ach so, okay. Na, vielleicht kommt der Unrecht genannt. Im Chat geschrieben. Okay, Entschuldigung. Ich nehme alles zurück. Aber ich gehe gleich zum nächsten Thema weiter. Es gibt einen Subcode-Talk, den vielleicht auch schon manche gesehen haben. Das sind eher Videos und auch jetzt, glaube ich, live zum Teil. Und der macht das auch schon seit 2013. Also der gibt es einfach jetzt mittlerweile 200 Folgen. Sehr interessante Diskussionen, zum Teil auch von der TechEd und so weiter. Kann man sich wirklich einfach nur anschauen. Da sind immer Gäste dabei. Also der streamt einfach und hat einen Gast und diskutieren so irgendwas. Auch Thomas Jung schon dabei gewesen, DJ Adams habe ich schon gesehen. Code Talk. Ich weiß nicht, wie euer Erfahrung ist, ob ihr das auch regelmäßig oder manchmal anschaut. Ich kann es auf jeden Fall auch nicht. Ist mir neu. Na, bitte. Ian Payne, schon sehr, sehr lange dabei, ein Dino quasi sozusagen. Ja, gehen wir gleich weiter. Wichtig auch, aber Freak Show, erste Ausgabe vorgestern, glaube ich, gewesen. Der Thomas Jung, den hoffentlich eh alle kennen, wenn nicht, dann unbedingt einmal kurz dem folgen. Thomas Jung macht was Ähnliches, was jetzt der DJ und der Max machen, ein bisschen aus der ABAP-Sicht heraus, aber nicht und ein bisschen über den Tellerrand raus quasi. Also ich habe mir es jetzt angeschaut vorgestern, da hat er über ein sehr tolles Coding diskutiert und vorgestellt. Vielleicht, Dominik, hast du ein paar Worte dazu sagen. Ja, er versucht das Ähnliche zu machen wie der DJ Adams, da kommen wir nachher noch dazu, und der Max für die moderne Welt, für Node.js, für CAP und so Dinge, wie der Thomas jetzt auf ABAP-Umfeld machen. Das heißt aber nicht nur Programmierung, das heißt irgendwelchen Code hacken, sondern auch wirklich, wie mache ich dann Performance Trace, wie nutze ich ADD ordentlich, wie starte ich zum Beispiel ein S4-System auf einer HANA Express Edition, haben wir jetzt in der ersten Session gesehen. Das heißt, es geht wirklich um Konfiguration, um Learning, um Ausprobieren von coolen neuen Dingen oder auch coolen neuen Erfahrungen, die man jetzt mit den Systemen machen kann, und das wir im ABAP-Umfeld, im SAP-Umfeld bringen. Ich habe die Links noch dazu gegeben, weil er hat sehr viele Videos gemacht, in der Vergangenheit sehr viele, sehr, sehr viele Videos, ja. Aber es gibt zwei, die sind für mich sehr wichtig gewesen, die wirklich verwendet intensiv waren. Einmal HANA und SQL Script. Wenn wir Einführung haben möchte in SQL Script, der erklärt das perfekt und gut mit super Beispielen. Also wenn man jetzt AMDBs programmieren möchte. Oder das zweite ist objektorientierte Entwicklung. Das hat er ganz aktuell, glaube ich, jetzt vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr erst gemacht. Objektorientierte Entwicklung im SAP, im ABAP, wie denn das geht. Die Videos auf jeden Fall, aber es gibt so viele andere Videos. Ich glaube, seit 10 Jahren oder was, glaube ich, streamt er da oder macht er Videos. So, weiter. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten bis jetzt schon gehört oder kennt haben. Wenn nicht, es ist auf jeden Fall auch wert, jeden Freitag, glaube ich, um 9, von 9 bis 10, dem DJ zu folgen und einfach das anzuschauen, was der da eigentlich treibt und welche. Es ist nicht nur jeden Freitag, mittlerweile hat er es zweimal in der Woche, und der macht eben die Sachen nicht rund um ABAP, sondern eher cloud-mäßig. Das heißt, Cloud Workflow kann man sich da anschauen, und er macht es wirklich sehr lustig, sehr interessant. Und das was mir so taugt, ist, er hat manchmal genauso Hänge, wie ich jetzt gerade gehabt habe. Und das finde ich einfach cool an ihm, dass er dann sitzt er auf 10 Sekunden da und überlegt, und dann fällt es ihm wieder ein. Das ist einfach wirklich nett zum Anschauen und sehr informativ, und man sieht einfach, wie andere Leute arbeiten und wie sie andere Leute Dinge ausprobieren und Dinge arbeiten. Ich finde auch die Art und Weise, wie er es macht, halt ziemlich cool, weil es wirkt komplett improvisiert, und er kommt dann von dem einen zum anderen und dann stellt dann irgendwie seine IDE vor und welche Plugins man noch braucht, und dann machen wir noch die und die Befehle. Also er hat dann Mords Affenzahn, aber super interessant, auch so die Art und Weise, wie er spricht, ist auch interessant, dem zuzuhören. Mhm. Also nicht nur der Content, sondern auch die Art und Weise, wie er es rüberbringt. Das ist halt doppelt interessant an dem Thema. Mhm.
Und es ist, also man muss nicht jede Folge gesehen haben. Es ist schon okay, wenn man mal ausgesetzt hat und irgendwie, aber einfach, man lernt einfach. Man schaut zu, wie er das löst, wie er das macht und man lernt einfach dabei was. Also auch wenn man jetzt, ich glaube, ich mache das schon ein Jahr mit, glaube ich, 40 Folgen oder was. Aber es macht überhaupt nichts, wenn man wenn man zwischendurch einsteigt einmal oder wenn man sich alte Sachen anschaut. Ja. Da habe ich kurz weitergeblättert. Tommy, ich glaube, das machen deine Kinder auch derzeit. Also er macht ja was für die Kinder derzeit. Entwickeln für Kids. Genau so ist es. Ziemlich kindgerechte Aufbereitung mit JavaScript, mit Online-Tools, Programmieren lernen. Und es ist wirklich sehr interessant. Es ist hilfreich. Meine Kinder machen da mit. Es ist halt nur auf Englisch. Das heißt, man sollte schon ein bisschen Englisch in der Schule gehabt haben. Mein Sohn, der ist ja jetzt in der siebten Schulstufe. Da funktioniert schon. Bei meiner Tochter ist es ein bisschen schwer. Da muss ich mit ihr mitarbeiten und ihr manche Sachen übersetzen. Aber es ist echt interessant. Es ist sehr, sehr lehrreich und vor allem für Kids auf alle Fälle geeignet, aber auch für andere Programmiereinsteiger. Und wie gesagt, der DJ macht es. Er macht es einfach so lustig, so cool, dass man es auch anhören kann, wenn man schon gefestigter, aber Programmierer ist, kann man sich trotzdem da ein bisschen was anschauen. Okay, also man könnte jetzt viel, viel länger darüber reden und wirklich, also schaut euch das einfach an, verlinkt euch und schaut euch das auch einfach mal an. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr es weiterschauen wollt. Aber einmal müsst ihr es machen. Jetzt haben wir schon fast eigentlich durch. Warte mal. Mir fehlt, glaube ich, eine Folie. Ah, die wollte ich jetzt. Okay, die habe ich jetzt da durcheinander gebracht, wie auch immer. Nicht unerwähnt lassen sollte man auf jeden Fall diese SAP HANA Academy, die haben manche vielleicht auch schon mal gesehen, irgendwo auf YouTube, wenn sie gesucht haben. Die gibt es schon relativ lang, soweit ich gesehen habe, wieder aber laufend auch mit neuen Inhalten gefüllt. Das ist, glaube ich, auch von der SAP offiziell, soweit es jetzt weiß. Darfst du nicht jetzt festnageln. Auf jeden Fall gibt es da sehr viele Videos, natürlich aus dem HANA-Umfeld, aber auch ABAP-Themen. Muss man ein bisschen googeln, filtern auf YouTube, ob man das Richtige findet. Fern. Ich habe es da und dort einmal geschaut. Einmal mehr, einmal weniger. Einmal wegen SQL Script auch wieder ein bisschen. Ich wollte es nur einfach auf jeden Fall erwähnen, dass das natürlich auch ein Content ist. Ich weiß nicht, ob ihr da Erfahrung habt damit, meine Kollegen da anschauen, ob ihr das schon einmal verwendet habt. Also ich kenne das, ich habe das auch schon mal angeguckt. So, und dann würden wir jetzt schon zur letzten Folie kommen für heute. Es geht noch wahrscheinlich noch viel mehr geben und wir haben sicherlich im Chat ein paar Tipps nochmal gekriegt, aber irgendwie müssen wir ein Ende finden. Wir würden jetzt zu einem Thema kommen, was heute am Programm steht. Heute 16.30 Uhr. Ich habe ja vorher erwähnt, es gibt diese Community Reports vom Craig. Der ist der Head of Community und Influencer Team. Und heute macht das auch online. Und das Interessante ist, ich muss auf den Blog gehen, glaube ich. Ich bin auf den Blog. Und das Interessante ist, das funktioniert jetzt gerade nicht. Oh, schlägt. Yes, sir. Gehen wir auf den, der heute stattfinden wird. Das Interessante ist, es wird heute mehrere Räume geben. Es gibt ja im Zoom die Möglichkeit, dass man so Breakout Rooms definiert. Es gibt einen Hauptroom, oder nicht. Aber dann gibt es Breakout Sessions mit dem DJ Adams, mit dem Thomas Jung und eine Happy Hour offensichtlich und mit Timo Elliott gibt es auch etwas. Also man kann dann einfach auch von Raum zu Raum springen, soweit ich weiß. Ich habe das andere nicht miterlebt. Ich bin natürlich dabei heute auch. Aber ich freue mich schon ziemlich drauf, nämlich Steambank, Thomas Jung, aber bei der Cloud ist interessant. Ich weiß gar nicht, was ich da zuerst nehmen sollte eigentlich. Oder DJ Adams. Also da findet halt was statt. Und ich kann es wirklich nur jedem nahelegen, wenn er Zeit hat, heute um 16.30 Uhr sie da quasi einzulinken und zu verlinken und mitzumachen. Ja, das Problem ist aber, es sind so viele parallel, dass das... Ja. Ich glaube, ich muss da sieben Geräte aufstellen, damit ich überall mitschauen kann. Ja, ist auch eine Lösung vielleicht. Ja, zwei, drei Sachen parallel. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht die letzten Informationen, aber ich glaube, ich mache das jetzt regelmäßig auch online, was natürlich super ist eigentlich auch. Ja, das würde ich wollte unbedingt loswerden zum Thema Sub-Community Report. Ich habe jetzt eigentlich alle Punkte durch. Ich hätte jetzt noch ein paar restliche Folien zum Thema Suppress und Espresso-Tutorials. Die könnt ihr euch dann per Mail, glaube ich, durchlesen. Da wird man nochmal auf die Sachen ein bisschen eingehen, aber das sind nochmal so ein paar Bücherlisten. Ich weiß nicht, wie es von eurer Seite ist. Gibt es irgendeinen ergänzenden Input noch? Oder Tommy, hast du im Chat irgendwas beobachtet, was erwähnenswert wäre? Beziehungsweise sind wir natürlich jetzt auch für Fragen gerne offen. Also wo wir gerade noch bei Videos sind, ich finde die Videos klasse, wo es so um Coding-Challenges geht. Da sind tatsächlich Leute, die stellen sich dann für
10 Minuten oder 30 Minuten irgendeine Aufgabe und versuchen das dann in 30 Minuten runter zu programmieren, wo man denkt, das geht doch nie. Wie wir ein Snake-Spiel in 30 Minuten programmieren. Aber die machen das dann und erklären auch jeden Schritt und machen da Fehler und zeigen dann, wie sie das wieder korrigieren. Und die finde ich klasse, auch wenn das dann nicht ABAP ist, sondern irgendwelche Programmiersprachen, die ich gar nicht verstehe. Aber man kann da halt mitgucken, wie die das machen. Das finde ich super. Hast du da vielleicht ein paar Tipps oder Links, die du mir dann schicken kannst, die dann, die könnt ihr noch ergänzen dann? Ja, das kann ich machen. Ja. Aber wenn man da bei YouTube Coding Challenge 30 Minuten eingibt, dann findet man da jede Menge. Aber das Snake müsste dann schon stilgerecht in Python programmiert sein, oder? In Python gibt es sogar ein Video, da macht ihr das in 5 Minuten. Das ist ziemlich beeindruckend. Und das geht, es kann spielen. Und die Schlange wird länger und frisst Äpfel und so. Aber das könnte doch auch eine Idee für SAP oder ABAP sein, dass man mal quasi um die Wette in 30 Minuten ABAP programmiert. Eine Problemerstellung und alle machen es um die Wette. Aber das ist halt doof, wenn du davon 20 Minuten die IC-Elemente anlegen musst. Aber da fällt mir gerade wieder die Code-Retreat ein. Das ist ja ein bisschen so ähnlich bei euch. Das ja, man macht eine Stunde Arbeit an dieser Lösung und da wird Stopp gemacht. Jeder sagt, was er hat. Jeder diskutiert ein bisschen und da fangen wir wieder von vorne an eigentlich. Das ist eigentlich super. Das ist eigentlich ein perfektes Konzept. Ja. Also vielleicht noch um auf das, was der Enno gerade gesagt hat. Ne? Wenn man jetzt sehr auf der SAP und Welt fokussiert, was ich halt immer denke, was jeden, auch wenn er im täglichen Doing nur ABAP macht, um wirklich nochmal einen richtigen Schritt weiterbringt, ist sich andere Programmiersprachen angucken. Egal was es ist, jegliche andere Programmiersprache, jegliches andere Konzept, die auch nochmal die in der ABAP-Welt oder besser zu verstehen oder anders. Und ja, das ist vielleicht jetzt auch nur eine gute Zeit, sich einfach, wenn man vielleicht gerade nicht so viel Business hat, auch mal die Zeit zu nehmen, einfach mal was anderes zu lernen. Ne? Und ob das jetzt Python, JavaScript, weiß der Teufel, was ist ja. Java oder Rust oder, man kann man stundenlang sich überlegen. Das finde ich eigentlich immer noch mal super, super hilfreich. Und einfach so quasi aus der Komfortzone raus mal was ausprobieren. Ja. Ich glaube, da sind wir alle ziemlich gleich. Also ich sehe das natürlich genau gleich. Also ich mache das genauso, dass ich in meiner Freizeit mich auch weiterbilde, aber das ist dann meistens nicht unbedingt jetzt ABAP-Coding oder ABAP-Bücher, sondern da probiere ich halt einfach neue Sachen aus. In einer anderen Programmiersprache. Bei mir war es zuletzt halt auch Python, weil ich glaube, Python gerade jeder ein bisschen gelernt hat oder lernen möchte. Ja, kann ich auf jeden Fall auch nur... Der große Machine Learning-Hype, oder wie? Machine Learning ist das noch nicht, was ich mache. Das ist noch eher so Hello World, nein, ein bisschen mehr Hello World ist schon. Ja, es hat doch bestimmt ein If-Statement, das geht als KI durch. Okay, ja. Ja, ich habe jetzt noch nicht in den Chat gesehen, Tommy, hast du gesehen? Also wenn es Fragen gibt, bitte einfach, oder Tipps oder Anregungen, einfach her damit. Es sind ein paar Tipps, die wir aber dann einfach als Links mit aufnehmen werden. Fragen Sie jetzt aktuell keine. Ich würde sagen, wir bleiben noch 5 Minuten jetzt online, wenn es recht ist. Wir diskutieren ein bisschen weiter, aber dann in 5 Minuten spätestens drehen wir das dann ab, würde ich sagen. Tommy, bin mir jetzt nicht sicher, wie man den Chat sichern kann. Kann man das ich sichere den dann weg. Gestern vielleicht die Folien dadurch, einfach dass gezeigt wurden. Ah, die letzten, okay. Die letzten Folien. Ja, nicht unerwähnt lassen. Darf man natürlich auch die DESAG nicht. Die DESAG hat auch wahnsinnig viele Initiativen. Es gibt natürlich auch diese Arbeitsgruppen, wo auch, glaube ich, Damian, du bist auch zum Teil einmal dabei gewesen. Jetzt weiß ich gar nicht genau. Ja. Wo sie Leute einbringen. Und da gibt es auch immer wieder auch Videos zum Nachschauen von oder Slides, hauptsächlich Präsentationen, wo man was lernen kann auch. Sehr viel Deutsch natürlich, oder eigentlich alles in Deutsch. Das Einzige ist, es ist ja der kostenpflichtiger Account notwendig, der aber, den glaube ich, fast jeder Kunde wahrscheinlich hat, jeder SAP-Nutzer. Die ganzen SAP-Partner, die zahlen ja Größenordnung. Ich meine, also ich bin immer wieder auch gern dann in Waldorf bei so Arbeitsgruppen, bei mir waren wir schon dort, das ist wirklich super, auch super zum Netzwerken und auch immer wieder zum Nachschauen von eben Präsentationen und so weiter. Also sehr, sehr, auch sehr, sehr interessant, sehr, sehr wichtig. DESAG, nicht unerwähnt natürlich. Dann natürlich gibt es denn die SAP-Pressbücher, die haben wir bis jetzt gar nicht erwähnt. Die gibt es natürlich auch als E-Books. Also man muss es ja nicht immer nur gedruckt haben und so weiter. Man kann es auch als Bundle kaufen. Wir kaufen die Bücher immer als Bundle, also immer mit E-Book und gedrucktes Buch.
kostet nur ein paar Euro mehr. Und vor allem das E-Book ist eine Minute später quasi online. Also man muss jetzt nicht warten, bis Amazon kommt, sondern das hat man sofort verfügbar. Und was du vergessen hast, wenn man jetzt halt DSAG und Rheinwerk zusammenbringt, dann gibt es nämlich unter rheinwerkverlag.de/DSAG, kann man seine DSAG-Mitgliedsnummer hinterlegen und bekommt dann 15% Discount. Das heißt, das E-Book ist geschenkt. Das ist ja überhaupt die beste Information. Moment, das hast du mir letztens schon gesagt, ja genau. Ja. DSAG-Discount. Schreibe ich mal auf. Und meine Erfahrung ist, es gibt manche Bücher, die sind super, manche Bücher, die sind vielleicht nicht ganz so gut, aber fachlich haben sie ja extreme Tiefe, muss man wirklich sagen. Also das sind hunderte Seiten, wo auch immer die Leute die Zeit hernehmen. Ich glaube, Damian, du hast auch schon mal mitgeschrieben und Christian, ihr müsst da viel Zeit lang investieren, um solche Inhalte rauszubringen. Aber so. Wenn du vorher gewusst hättest, wie viel Zeit das ist, hätte ich nicht damit angefangen. Aber irgendwann ist es so, dass man es halt zum Ende... Ja, aber also ich kann auch nur jedem empfehlen, vorher ein gutes Konzept und schon viel Vorarbeit zu haben, bevor man da anfängt. Ja, du, also ihr habt so dein Kochbuch. Okay. Ah. Ja, der Enno hat das Kochbuch geschrieben. Ja. Und okay, das haben wir sogar. Da kann ich also nur sagen, die also wirklich Hut ab vor allen Leuten, die so ein Buch geschrieben haben, und auch Hut ab vor den Leuten von Rheinwerk, weil die haken wirklich bei jeder Ungereimtheit, die ich da von mir gegeben habe, haken die unnachgiebig nach. Und das wird dann da wirklich so lange drauf rumgeritten, bis das auch sinnvoll ist, was dann da ausgedruckt wird. Und wir haben wirklich durchweg eine sehr hohe Qualität. Der Christian ist ja leider schon aus dem Call raus, der Kollege Lechner. Und der hat auch mir mal erzählt gehabt, der hat das BRF Plus Buch geschrieben. Und da kam dann von der Korrekturleserin eine Rückmeldung von wegen, da und da ist ein Fehler drin. Und da haben sie das erstmal alle nur belächelt. Ein inhaltlicher Fehler. Und es war wirklich so. Und dann waren sie alle ein bisschen so, okay, cool, dass die darauf geachtet hat. Damit haben die wenigsten gerechnet. Ja. Ja, gut. Ich schaue jetzt gerade um einen Einstein, aber nicht. Dann, man soll es auch nicht unerwähnt lassen, es gibt auch die Espresso-Tutorials, auch schon seit einigen Jahren. Das sind ein bisschen, würde ich sagen, jetzt einmal einfacher geschriebene Bücher, aber man kann sich einen relativ schnellen Überblick verschaffen. Also ich habe mir ein paar Bücher schon angeschaut. Sind vielleicht nicht so in die Tiefe gehend, wie jetzt vielleicht die meisten Sub-Press-Bücher, aber einfach, dass man einen guten Überblick hat oder einen Einblick in gewisse Themen hat, sind aus meiner Sicht sehr gut geeignet, oder zumindest die zwei, die ich immer gelesen habe jetzt. Und sie sind auch alle in Deutsch eigentlich. Bei den Espresso-Büchern sind die meisten in Deutsch, manche sind nur in Englisch. Bei Espresso-Tutorials sind, glaube ich, alle in Deutsch. Espresso-Tutorials, die haben halbe, die haben auch eine englischsprachige Bibliothek. Die haben insbesondere auch viele Video-Tutorials. Mhm. Die teilweise auch eher anwendungsorientierter sind. Und was die halt auch haben, ich weiß nicht, ob das bei der Subpress muss man quasi jedes Buch einzeln kaufen. Espresso hat auch ein komplettes Library. Also du kannst quasi Zugriff auf alles haben, was die elektronisch haben. Wir haben da einen Zugang an der FH für alle Studierenden und da sind schon, also ich mag das eigentlich teilweise, dass sie so diese kurzen, knackigen Dinger haben. Ne? Dass ich nicht den 400 oder 800 Seitenwälzer brauche und eigentlich geht es mir um 10 Seiten Info. Also ist vor allen Dingen in den Büchern sind häufig dann, wird dann da auf einer Seite drauf eingegangen und bei Espresso Tutorials hat man dann gegebenenfalls ein ganzes Buch mit 50 oder 80 Seiten über dieses. Also die Espresso Bücher sind halt im Regelfall recht schlank. Ich glaube, die wenigsten haben mehr als 200 Seiten, aber sind halt sehr immer themenfokussiert. Das heißt, wenn du jetzt halt eben den CDS Buch holst, dann gibt es bei Espresso nur ein Buch CDS Thema X. Straightforward, danke, tschüss. Und es ist halt eben so ein 100-Seiten-Buch dann für entsprechend fast 20 Euro oder dergleichen. Oder halt eben, wie Christian schon erwähnt hat, den Library Access, glaube ich, bis bei 160 Euro im Jahr, glaube ich, ist diese Flatrate pro Person. Ja. Okay. Ja, das, jetzt haben wir eigentlich durch, ich habe hinten eine Bücherliste angefangen gehabt, aber die ist jetzt nicht aktuell, muss ich sagen. Also, ja. Also eigentlich wären wir jetzt durch, ich lasse das mal kurz noch stehen. Okay, wir können noch kurz weiterreden, aber Up to the Future ist einfach ein lustiges Buch. Also der Paul Hardy ist einfach, der ist halt noch gar nicht vorkommen, glaube ich, namentlich. Das ist einfach ein interessanter Typ, dem muss man unbedingt folgen auch. Der ist witzig, der ist bei den Inside Tracks. Der hat das Buch so geschrieben, dass man auch immer wieder ein bisschen schmunzeln muss. Und er hat die richtigen Themen, finde ich, auch sehr gut reingeschrieben, was wirklich für uns wichtig ist in der Zukunft als Entwickler.
Ja, und vielleicht unten möchte ich auf jeden Fall natürlich die Bücher von Robert C. Martin erwähnen, aber ich glaube, das sollte auch schon mittlerweile jeder kennen, aber das ist einfach das außerhalb der SAP, wenn man versucht, einfach mal sauber und ordentlich zu programmieren und nachhaltig, dann sollte man sich die Bücher vielleicht einmal anschauen und sind auch angenehm zum Lesen. Zumindest Clean Coder ist angenehm zu lesen. Clean Code ist schon ein bisschen, da muss man schon ein bisschen Coding auch lesen. Also das ist schon ein bisschen anstrengend auch. Ja, aber ich glaube, also ich meine, wir werden die Bücherliste, wir werden das auch vielleicht ein bisschen ergänzen. Ich glaube, das ist auch ganz interessant. Vielleicht, dass ihr auch dann eure Bücherlisten ergänzt und teilt mit mir. Dann werde ich das auch in den Blog aufnehmen. Weil mich interessiert immer, was andere Leute lesen. Ne? Bin immer sehr interessiert, weil das, was der Damir liest, ist wahrscheinlich für mich auch interessant. Deswegen ist es für mich interessant als Beispiel. Das ist die einfache oder? Version, ja. Ja, genau. Mach mal einen Screenshot. Aber was er jetzt nett sagt, 95% davon sind ja Schachbücher, von daher lass das nicht. Also das Ziel ist auch, dass wir in den Blog so ein bisschen eine Bücherliste aufstellen, wo man sagt, das sind wirklich empfehlenswerte Bücher, die machen Sinn. Ja, jetzt, ich habe gesehen, es sind eh schon jetzt einige Leute raus. Wir haben noch, glaube ich, über 40 Teilnehmer derzeit drin. Ich würde sagen, Tommy und Kollegen, wir, glaube ich, sind durch. Ich sage, ja, herzlichen Dank von meiner Seite, dass ihr alle teilgenommen habt und mitgemacht habt. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und von meiner Seite auch nochmal ein extra Lob an Fös für die Organisation und halt eben auch die Erstellung der ganzen Folien. Da war er richtig hinten dran bis heute Nacht zu später Stunde. 2.45 Uhr habe ich es fertig gemacht. Ich bin auch im Homeoffice und meine Frau war gestern arbeiten. Also und ich war Kindergärtner auch gestern, den ganzen Tag. Also muss man dann am Abend machen. Ja. Na, danke auf jeden Fall auch von meiner Seite. Ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Demnächst irgendwann. Heute Abend. Heute Abend, genau. Bis heute Abend. Heute Nachmittag und heute Abend, genau. Dann. Tommy auf den Chat nicht vergessen, bitte. Gell? Okay. Ja, ja. Passt, okay. Passt. Danke. Ciao. Tschüss. Ja, macht's gut. Ciao, danke.